Hallo Leute, ich bin wieder eure Malwanne und bevor es mit dem Video losgeht, möchte ich euch etwas zeigen. Kelly! Oh, Sibenja! Mein Kochbuch ist da, Leute. Und das, wie schmeckt's, was ihr heute seht, wird aus dem Kochbuch stammen. Ich habe es noch nie vorher gesehen und jetzt ist der glorreiche Moment gekommen. Wir schauen es uns an. Ich weiß noch nicht, ob ich bereit dafür bin. It's the final countdown. Okay, ich schaue es mir noch nicht an. Ich hol's schon mal raus. Oh. Oh. Also das Foto ist ein Sticker. Geil. Wenn man es neutral halten will und nicht wegen mir kauft, dann kann man es auch abziehen. Also, das ist das Buch. Okay. I know when you touch me like this. Die Seiten sind auch sehr dick und sehr schön. Siehst du das von da? Oh, da kannst du dann auf dem schwarzen mit dem weißen Edding unterschreiben. Oh mein Gott, ist mega. Wenn ihr zu einer Signierstunde kommt, dann werde ich euch hier da so was raufschreiben. Geil. Hammer, du bist eingestellt. Das ist das, wie nennt man das? Inhaltsverzeichnis. Ich bin Autorin. Ich kann ja jetzt nicht so viel zeigen, ne? Ich lese mal den ersten Satz vor. Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne. In dem Satz saß ich 3 Tage. Wie fange ich die Begrüßung an? Ja, und dann steht hier halt noch so ein Text. Müsst ihr halt kaufen, um es zu lesen. Oh mein Gott. Das ist so schön. Ist vor allem auch so schön gedruckt. Oh mein Gott, und das funktioniert. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich möchte so farbige Ränder haben, dass wenn man so seitlich guckt, dass man sehen kann, bis wohin die Kategorien gehen. Oh. Weißt du, jetzt sind die Seiten so gestreift bunt. Geil. Cool, ne? Cool, ne? Für Gold hat es nicht gereicht, aber es war okay. Da habe ich ein Rezept für Kelly. Die Kategorien. Die Kategorienseiten kann ich ja schon zeigen. Kinofilm, Animation, Zeichentrick und Anime. Serien. Fails, das ist auch eine Kategorie. Und hier haben wir noch Party, Snacks und Drinks. Und das ist die einzige Kategorie, in der ich nichts nachkoche, sondern, also schon, aber nichts aus Film oder Serien, sondern eher so zum, also zum Beispiel so Caramel Cookie Dough. Und Drinks. Und um die meistgestellten Fragen jetzt schon mal zu beantworten, das Buch ist nicht explizit vegan oder vegetarisch, also da gibt es halt alles für Veganer. Naja, wenn man so Ersatzprodukte benutzt, dann kann man zum Beispiel alles ja vegan nachmachen. Und die meisten Rezepte, die man hier findet, habe ich noch nicht bei Wie schmeckt's gemacht. Ein paar gibt es schon, die ich bei Wie schmeckt's gemacht habe. Aber die meisten Rezepte sind exklusiv und gibt es nur hier drin. Und alle Fotos und Rezepte, die ihr hier findet, habe ich alle selbst fotografiert mit einer anderen Person zusammen, Benjamin Blümchen. Ich habe alles gekocht, alles erstellt. Wenn es was zu meckern gibt, dann bitte direkt an mich. Das ist nämlich aus meinem Kopf für euch ein Geschenk. Jetzt geht's los mit dem Video und ihr findet natürlich den Link zum Kochbuch unten in der Beschreibung. Das Buch erscheint am 29. März, also jetzt könnt ihr es noch vorbestellen und ab 29. März gibt es das dann auch im Handel und wo ihr euch das sonst holen wollt. Aber wenn ihr den Link unten benutzt, dann helft ihr mir sogar ein bisschen weiter, ne? Unterstützung ist cool. Viel Spaß mit dem Video. Heute machen wir die Bacon Beer Cupcakes aus Two Broke Girls. Aber Vanessa, woher wissen wir dann, wie das Rezept geht? Na ganz einfach. Wir nehmen das Rezept aus dem neuen Kochbuch Wie schmeckt's? Das letzte Mal habe ich das einen Typen gefragt. Das Rezept finden wir unter Serien. So viele Rezepte. Kein Wunder, dass du zugenommen hast. Und hier ist es auch schon. Und für den Teig brauchen wir 100 Gramm weiche Butter. 2 Eier. 150 Gramm Zucker. 100 Milliliter malziges Bier oder Malzbier. Wir wollen es ja nicht so alkoholisch machen. Prost! 50 Milliliter Milch. 200 Gramm Mehl. Eine Prise Zlas. Ich meine natürlich Salz. 2 Esslöffel Kakaopulver oder wie ich es nennen würde, altes Koks. Und 1 gehäufter Teelöffel Backpulver. Und so werden sie zubereitet. Für den Teig Butter, Eier und
Zucker in einer Schüssel mixen. Also ich benutze ja den Mixer für ganz andere Sachen. Bier und Milch hinzugeben und noch einmal verrühren. Wie das spritzt. That's what she said. In einer zweiten Schüssel Mehl, Salz, Kakaopulver und Backpulver mischen. Ah, und dann die trockene Mischung nach und nach mit der flüssigen Masse verrühren, bis ein glatter Teig entsteht. Easy. Teamwork makes the dream work. Die Muffinförmchen mit den Papierförmchen auslegen und darauf verteilen. Gibt's einen Witz? Ich habe ihn da nicht gerade hochgeatmet. Das war schon der Witz. Dir tut das richtig im Herzen weh, ne? Aber sowas von. Weil du das auch so gnadenlos und scheiße bist. Es juckt mich halt einfach nicht. Muffins für 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad Umluft im vorgeheizten Backofen backen. Danach die Muffins komplett abkühlen lassen. Ich wusste gar nicht, dass du lesen kannst. Und während wir warten, Prost! Jetzt machen wir weiter mit dem Frosting. Und für das Frosting brauchen wir 2 Esslöffel Ahornsirup, 200 Gramm Retup, Butter, 200 Gramm Fischkäse, 130 Gramm Puderzucker oder wie ich sage, ganz frisches Koks und ein halber Teelöffel Vanilleextrakt. Und jetzt legen wir das Backpapier auf ein Backblech. Und jetzt brauchen wir 3 Scheiben. Und die müssen wir dann baken danach. Und jetzt müssen wir den Ahornsirup auf dem Bacon verstreichen. Ja. Und wenn die Muffins draußen sind, kann das in den Ofen. Und während wir warten, Prost! Und jetzt holen wir die Muffins aus dem Ofen. Und stecken den Bacon in den Ofen rein. Für das Frosting müssen wir jetzt Butter und Frischkäse miteinander verrühren. Jetzt rühren wir den Puderzucker durch ein Sieb nach und nach zu der Butter und dem Frischkäse. Den knusprigen Bacon darf Kelly jetzt einmal anlecken. Mmh. Und jetzt knuspern wir so kleine Stücke an Kellys Mund vorbei. Und das ist auch tatsächlich auch die Szene, wo sie sich beide unterhalten und ja, zusammen die Cupcakes fertigstellen. Und jetzt habt ihr dieses Bacon-Konfetti. Guter Tipp, zwischendurch die Creme in den Kühlschrank, damit sie schön fest. Für den richtigen Taste kommt jetzt so ein bisschen Vanilleextrakt oben drauf. Ein halber Teelöffel. Und jetzt noch einmal verrühren. Hey Kelly! Ja, bitte? Jetzt muss die Masse in den Spritzbeutel. Wenn man den Spritzbeutel so über ein Glas stülpt, dann geht's einfacher. Genau. Und dann, ja. Oh, das machen wir mit euch Männern. Und das macht ihr mit uns. Oh mein Gott. Ich zeig dir jetzt, wie man das macht. Wir toppen den Cupcake jetzt mit dem Bacon. Jetzt hoffen wir einen Tag kein Essen mit dem Bacon. Oh, ich habe richtig gut abgespritzt. Bacon Bay. Bacon Bay, oh. Aber da hast du auch die Emotion raus. Das sind sie. Unsere Bacon Beer Cupcakes. Ich bin so stolz auf mich. Nö, du machst es ständig. Und wie ihr dieses Rezept nachmachen könnt, findet ihr natürlich auch in meinem Kochbuch. Den Link zu meinem Kochbuch findet ihr in der Beschreibung. Es wäre ganz toll. Kelly wird sich mega freuen, wenn ihr mich unterstützt und euch dieses Buch holt. Es ist, wie Kelly sagt, auch ein Buch, in das man einfach gut durchblättern kann. So. Ja, es ist entertaining, auch anzugucken. Und nun stellen wir uns natürlich wieder der allerwichtigsten Frage. Wie schmecken die Bacon-Bier-Cupcakes aus Girls Like Girls?
und Action. Ich finde, das ist so eine Mischung aus Schokomuffin, Käsekuchen und dann noch diesem herzhaften Bacon mit Ahornsirup drauf. Oh, geil. Lecker. Ja, Leute, macht sie doch mal nach und verlinkt uns und schaut gerne bei Kelly vorbei. Ich habe fast 2 Millionen Abonnenten. Nicht mal bitte Kelly abonnieren, sie hat fast 2 Millionen Abonnenten. Was schenkst du mir, wenn du weiter? Schreibt mir mal gute Geschenkideen. Für Kellys 2 Millionen Geschenk. Ein Arschtritt. Oh ja, den hast du verdient. Geh arbeiten! Ja. Was machst du? Ich hab einen vollen Mund, wie soll ich das sagen? Nicht mehr ehrlich, du meinst. Oh. Nicht mehr ehrlich. Mega lecker. Mega lecker. Ciao. Lecker. Bye. Du, 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 du.